Hi meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich für euch die Instax Mini 9 in Flamingo Pink von Fotodörling oder fotomeister24.de. Holen wir sie aus der Verpackung. Einmal gibt es eine Anleitung, die Nahlinse, der Kameragurt und einen ganzen Batzen an weiteren Anleitungen in verschiedenen Sprachausführungen. Dann natürlich noch die Kamera und zum Schluss die Batterien. Es gibt insgesamt 4 Anleitungen. Einen Sticker und dann natürlich die Nahlinse. Die packe ich mal aus und zeige euch, wie man die an der Linse anbringt. Dann gibt es natürlich auch noch den Kameragurt. Der ist pink mit weißen Punkten. Natürlich ist es euch überlassen, an welcher Seite ihr den Gurt anbringt. Ich habe ihn jetzt an der linken Seite angebracht. Kommen wir nun zum Einlegen der Batterien. Hierbei ist zu beachten, dass ihr die Batterien richtig einlegt und das Fach auch richtig schließt. Fahrt ihr die Linse der Kamera aus, geht die Kamera auch automatisch an. Das wird euch durch ein rotes Blinken auch angezeigt. Kommen wir zu den Einstellungsmöglichkeiten. Es gibt einmal Lichteinstellungsmöglichkeiten. Diese sind zum Beispiel Hauslicht oder wenn es bewölkt ist, leicht sonnig, sehr sonnig oder wenn es sehr dunkel ist. Bei dem 9er Modell gibt es sogar einen Selfie-Spiegel. Der runde Auslöserknopf ist links an der Kamera angebracht. Darüber ist dann der Blitz und die 2 Lichtsensoren. Hier oben kommt dann der Film raus und direkt dahinter ist dann die Klappe für den Film. Und hier unten wird uns angezeigt, wie viele Fotos enthalten sind. Jetzt gerade steht hier nur ein S. Öffnen wir mal die Klappe der Kamera, um zu sehen, wie sie von innen aussieht. Und schalten wir die Kamera an, wird uns direkt vorgeschlagen, die Lichteinstellungsmöglichkeit Haus zu wählen. Nun legen wir einen Film rein. Dieser ist gut vor Sonnenlicht geschützt, diese Verpackung müssen wir jetzt aber öffnen, um den eigentlichen Film einzulegen. Hierbei beachten wir, dass der Film sowie die Kamera eine gelbe Markierung haben, so wissen wir genau, wie wir den Film einlegen müssen. Wichtig ist jetzt, dass wir, wenn wir die Klappe schließen, die Klappe nicht mehr öffnen. Sonst würden wir den Film beschädigen und er will danach unbrauchbar sein. Ich mache jetzt ein Foto, aber es kommt kein Foto raus, sondern der Lichtschutz, der ist unbrauchbar, den könnt ihr dann einfach wegschmeißen. Nun wird uns statt dem S für Lichtschutz jetzt eine 10 angezeigt. Das bedeutet, dass wir jetzt noch 10 Fotos zur Verfügung haben. Das war's auch schon mit dem Video mit der Kamera von Fotodörling oder fotomeister24.de. Die Kamera ist natürlich in der Infobox verlinkt. Bis zum nächsten Mal!